Die Digitalisierung als Chance begreifen, das wolle die Bundesregierung, um so mehr Wohlstand und Lebensqualität für die Bürger zu schaffen. So schreibt es das Bundeswirtschaftsministerium jedenfalls auf seiner Internetseite. Doch die Bevölkerung ist da offenbar skeptisch. Fast 60% halten die Bundesregierung mit ihrer Digitalstrategie für wenig kompetent, so das Ergebnis im Digitalreport 2020, den das Meinungsforschungsinstitut Allensbach in Auftrag gegeben hat. Der digitale Wandel ist in vollem Gange, doch viele Menschen haben nicht das Gefühl, dass Deutschland ihn besonders gut hinbekommt. Das ist das Ergebnis des Digitalreports, einer Umfrage unter Bürgern und Führungskräften. Dabei sind sich fast alle Befragten einig, Digitalisierung sei enorm wichtig für die Zukunft des Landes. Gleichzeitig haben aber alle das Gefühl, dass Deutschland hier hinterherhinkt und dass der Staat unter seinen Möglichkeiten bleibt. Also sowohl Wirtschaft wie auch die Politik selber werfen dem Staat hier eigentlich vor, dass er diesen Digitalisierungsprozess nicht ausreichend unterstützt. Das Ergebnis? Die Bundesregierung habe kein überzeugendes Konzept für den digitalen Wandel, sagen 91% der Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik. Und die Bundesregierung sei insgesamt wenig kompetent in Sachen Digitalisierung, sagen fast 60% der Gesamtbevölkerung. Der Staat müsse also dringend handeln. Wir brauchen eine umfassende Digitalstrategie für Deutschland. Aus unserer Sicht ist ein Kern einer solchen Digitalstrategie ein Digitalministerium, das die Kompetenzen auf Bundesebene kombiniert und auch mit einem signifikanten Budget ausgestattet ist. Und wir brauchen deutlich mehr Investitionen in Start-ups und Technologie. Der Digitalreport soll künftig jährlich überprüfen, wie zufrieden die Bürger mit der Digitalpolitik sind.